Im August spielt Powerplanet Mars wieder eine Hauptrolle. Außerdem wird Revoluzzer Uranus rückläufig und das sorgt für Überraschungen. Aber auch Liebe, Flirt und Spaß kommen zu ihrem Recht. Und wir haben einen tollen Finanzaspekt. Wie sich das alles auf euer Sternzeichen auswirkt, das und mehr erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast. In diesem Beitrag schauen wir in die Konstellationen im August 2022. Die Timecodes, wann euer Sternzeichen jeweils beginnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes, und zwar unter dem Horoskope-Shop. Der Mars spielt auch im August wieder eine große Rolle. Er beginnt nämlich am 20. August seinen gut siebenmonatigen Transit durch das Zeichen Zwillinge, wo er im Herbst rückläufig wird. Da ist es super wichtig, dass ihr genau wisst, wie sich dieser Transit auf euer persönliches Geburtshoroskop mit allen Planeten und Häusern auswirkt. Und das alles erfahrt ihr in der schriftlichen Mars-Analyse als PDF. Und zwar ist die jetzt verbessert und erweitert mit neuen, ganz ausführlichen Texten. Und darin findet ihr auf 20 bis 30 Seiten die Deutung aller Aspekte, die der Mars-Transit in den kommenden 7 Monaten zu eurem persönlichen Horoskop bilden wird. Und außerdem die wichtigsten Infos zur 90-Sekunden-Regel. Die Mars-Analyse gibt es jetzt mit 30% Rabatt mit dem Rabattcode MARS22. Für mehr Infos klickt bitte hier auf die Infokarte oder schaut in der Videobeschreibung. Aus Anlass des Mars-Transits ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wie euer persönlicher Mars bei eurer Geburt gestellt war. Das erfahrt ihr in eurem schriftlichen Geburtshoroskop als PDF und davon verlose ich diesen Monat eins in meinem Gewinnspiel. Näheres zur Verlosung erfahrt ihr am Ende dieses Videos im Serviceteil. Und jetzt kommen wir zur glücklichen Gewinnerin des Jahreshoroskops aus der Verlosung im Juli. Und das ist Doris Lehmann, Krebs, Aszendent Fische mit Mond im Wassermann. Vielen Dank, liebe Doris, für deine warmen Worte und dein nettes Feedback. Bitte melde dich bei uns per E-Mail unter service@antonialangsdorf.com, ist hier eingeblendet. Dann können wir dir dein Geschenk zumailen. Jetzt wollen wir uns die wichtigsten Konstellationen im August anschauen. Der Monat beginnt mit fulminanten Mars-Aspekten. Ich habe ja schon im Juli-Horoskop davon gesprochen, dass wir zwischen dem 24. Juli und dem 5. August ganz besonders prickelnde, aber auch herausfordernde Aspekte haben. Und zwar mit Powerplanet Mars und Revoluzzer Uranus und Schicksalsanzeiger Mondknoten hier und verbunden mit Liebesgöttin Venus und der wilden Lilith. Das ist schon eine ordentliche Packung. Aber was bedeutet das nun? Das heißt, alte Verbindungen können zerbrechen und dafür bilden sich neue. Oder auch, alte Verbindungen werden neu geformt. Das ist auch eine ganz heiße Flirtphase und zwar durchaus mit einigem Spaß und Optimismus, weil nämlich die Löwesonne und Glücksplanet Jupiter gut zueinander stehen. Das schenkt uns Mut und Optimismus und auch die Abenteuerlust, etwas Neues auszuprobieren. Außerdem bildet die Venus auch sehr romantische Aspekte. Das hilft dabei, sich zu verlieben und setzt uns sozusagen die rosa Brille auf. Aber wir müssen schon auf unsere bestehenden Beziehungen aufpassen, damit sie nicht darunter leiden. Zum Beispiel, weil wir fremdflirten oder vielleicht andere Leute spannender finden als unseren Beziehungspartner, den wir schon lange kennen. Ab dem 7. August baut sich zunehmend Frustration auf, wenn wir nicht weiterkommen oder nicht so können, wie wir wollen. Dabei haben wir teilweise wirklich originelle Ideen. Liebesgöttin Venus gerät in diesen Tagen in Beklemmung durch Machtplanet Pluto. Das kann zu Eifersüchteleien führen. Da steht dann Besitzdenken gegen Freiheitsdrang. Erst durch ihren Wechsel in den Löwen am 11. August spätabends entkommt die Venus Plutos eifersüchtigem Zugriff. Der Frustaspekt spitzt sich noch zu bis zum Vollmond im Wassermann in der Nacht zum 12. August.
Da müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht aus persönlichem Frust oder Enttäuschung von Menschen trennen oder eine Sache spontan abbrechen und hinschmeißen. Das ist so ein Vollmond, an dem wir Einschränkungen und Grenzen besonders unangenehm empfinden und die Neigung haben, dagegen zu rebellieren. Aber wir sollten eigentlich jetzt durchhalten und an unser jeweiliges Projekt oder auch an unsere Partnerschaft glauben. Denn kurz nach dem Vollmond tritt Entspannung ein und wir können mit unseren Vorhaben doch noch erfolgreich sein. Und das ist etwa ab dem 16. August. Voraussetzung ist natürlich, dass wir am Ball bleiben und nach einvernehmlichen Lösungen suchen. Vom 15. bis zum 20. August verbindet sich die Venus mit Jupiter und schenkt uns hervorragende Finanztendenzen. Da kann man auch mal sein Lottoglück versuchen. Gleich danach geht sie auch in Kontakt mit Chiron, sodass sich Liebe und Heilung verbinden. Die Phase vom 15. bis 24. August ist günstig, um sich wieder zu versöhnen und partnerschaftliche Konflikte zu heilen. Auf der praktischen Ebene könnte das für alle, die in Heil- und Serviceberufen arbeiten, eine gute Gelegenheit sein, mehr Geld zu erhalten oder sonstige Zuwendungen, die ihnen zustehen. Dabei hilft auch Verhandler Merkur, der in der Jungfrau steht und das sachliche Denken fördert. Am 20. August beginnt dann der Mars seinen gut 7-monatigen Transit durch das Zeichen Zwillinge und das ist eine große Sache. Der Mars braucht normalerweise nur rund 6 Wochen, um ein Sternzeichen zu durchqueren. Aber aufgrund seiner Rückläufigkeit von Ende Oktober bis zum 12. Januar 2023 dehnt sich seine Zeit in den Zwillingen auf 31 Wochen aus. Im November und Dezember wird er dann rückläufig und dann können Projekte ins Stocken geraten und die Kommunikation wird schwierig. Grundsätzlich wäre mein Tipp, dass ihr neue Vorhaben möglichst bis Oktober in trockene Tücher bringt. Ich gehe gleich in den Sternzeichenhoroskopen noch näher darauf ein, welche Themen der Marstransit bei euch anregt. Und wenn ihr wissen wollt, wie sich der Marstransit in eurem persönlichen Horoskop auswirkt und welche anderen Aspekte er vielleicht noch bildet, dafür gibt es ja jetzt die erweiterte schriftliche Marsanalyse. Am 23. August um 5.16 Uhr beginnt dieses Jahr die Jungfrausaison. Die kühlende und beruhigende Wirkung der Jungfrausonne kann sich aber wohl erst im September wohltuend entfalten, denn bis Ende August gibt es schon mal gleich einen Clash zwischen Sonne und Mars. Außerdem wird Revoluzzer Uranus am 25. August rückläufig. Rund um dieses Datum wirken seine sprunghaften und chaotischen Kräfte besonders stark. All das sorgt für erregte Diskussionen, Auseinandersetzungen darum, wer das Sagen hat und harte Entscheidungen. Und immer wieder steht die Frage im Raum, mit wem man etwas Neues gestalten möchte und mit wem man nicht mehr zusammenarbeiten will. Robert Habeck ist ja Jungfrau. Vielleicht verkündet er uns dann wieder neue Nachrichten darüber, wo wir überall sparen und verzichten müssen. Das ist ein typisches Jungfrau-Thema. Denn im Zeichen Jungfrau geht es darum, Ressourcen klug und umsichtig einzuteilen. Zeitgleich läuft die Venus in einen Verzichtaspekt zu Saturn und der kann in der Liebe wie auch finanziell Einschränkungen mit sich bringen. Wenn ihr also unter Venus Jupiter erfolgreich verhandelt, lasst euch das schriftlich geben, damit Saturn euch das Erreichte nicht gleich wieder wegnimmt. Diese herausfordernden Konstellationen sind dann auch im Jungfrau-Neumond am 27. August verankert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Frage, wie wir unsere Ressourcen schonen, aber auch originelle neue Lösungsansätze im neuen Mondzyklus häufig uns beschäftigen werden. Welche Themen die Neumondkonstellation in eurem persönlichen Horoskop anregt, darauf gehe ich gleich in den Sternzeichenhoroskopen ein. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im August und jetzt schauen wir, wie die Tendenzen für jedes der 12 Sternzeichen aussehen. Denkt daran, vielleicht findet ihr auch in den Horoskopen für euer Aszendentenzeichen oder sogar auch euer Mondzeichen noch weitere wertvolle Infos, deswegen schaut da ruhig auch rein. Und wir beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten.
Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Der August ist insgesamt ein starker Monat für euch mit viel Vitalität und Lebensfreude. Ab dem 20. August kommt dann ein neuer wichtiger Einfluss auf euch zu, wenn der große Transit von Powerplanet Mars durch die Zwillinge beginnt. Mars ist euer Herrscherplanet und bildet dann für gut 7 Monate günstige und stärkende Aspekte zur Widdersonne. Aber wie steht er zu den übrigen Planeten eures Geburtshoroskops und zu eurem Aszendenten? Was der Mars tut, ist für euch immer extrem wichtig. Deshalb wäre es gut, ihr würdet euch darüber informieren, wie sich dieser Transit auf euer gesamtes persönliches Geburtshoroskop auswirkt. Und das alles erfahrt ihr in der neuen, erweiterten schriftlichen Mars-Analyse mit der Deutung aller wichtigen Mars-Aspekte für die nächsten 7 Monate, inklusive Infos zur 90-Sekunden-Regel. Die Mars-Analyse als PDF gibt es jetzt zum Sonderpreis und Näheres dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Im August seid ihr unternehmungslustig und vital. Und falls ihr Urlaub habt, genießt ihr es, wenn ihr reisen könnt. Falls ihr jetzt Arbeit habt, könnt ihr trotz Urlaubszeit sehr erfolgreich sein. Aber ich muss euch auch warnen, wir haben jetzt und bis in die erste Augustwoche hinein einen explosiven Aspekt mit Mars und Uranus. Das wirkt einerseits beschleunigend und steigert die Lust am Risiko, kann aber andererseits auch die Verletzungsgefahr erhöhen und für Chaos sorgen. Gebt ein bisschen auf euch Acht und vermeidet unnötige Risiken, Hektik und unbedachte Aktionen. Und zwar sowohl beim Sport und im Alltag als auch finanziell. Eine gewagte Spekulation oder auch ein spontaner Kauf können funktionieren, wenn ihr euch gut auskennt. Gegebenenfalls kommt guter Rat von Seiten der Familie. Aber macht das bitte nur, wenn ihr genau wisst, was ihr tut, sonst kann es nachher teuer werden. Gegebenenfalls wartet noch ein bisschen ab, denn ihr habt in der zweiten Monatshälfte sehr gute Finanzkonstellationen. Da könnt ihr ganz in Ruhe eine lukrative Entscheidung treffen oder auch zu euren Gunsten verhandeln. Weil Chiron, der verwundete Heiler, in eurem Zeichen steht, müsst ihr in der Phase von Ende Juli bis zum 5. August auch auf eure Gesundheit achten und euch keinen Ansteckungsgefahren aussetzen. Jedoch unterstützen euch starke Aspekte von der lebensspendenden Sonne und Glücksplanet Jupiter. Wenn ihr den Mut und die Wachsamkeit mitbringt, könnt ihr diese Energiewelle wunderbar surfen, solange ihr wisst, wo eure Grenzen sind und es nicht mit riskanten Aktionen übertreibt. Ab dem 11. August, wenn die Venus in den Löwen geht, steigert sich die günstige Energie für euch. Dann dürft ihr euch auf ein soziales Highlight bis zum 5. September freuen. In dieser Zeit seid ihr in Urlaubs- und Partystimmung und dadurch blühen und gedeihen eure Flirts. Das ist eine sehr schöne Zeit für Singles, um anzubandeln und sich zu amüsieren. Die Phase ist auch gut, um allein oder als Paar mit einer Clique unterwegs zu sein. Und bei den Festliierten ist, ob zu Hause oder im Urlaub, die Lust auf Kuscheln und Erotik geweckt. In der Nacht zum 12. August ist Vollmond im Wassermann und da liegt Spannung in der Luft. Vermutlich aber nicht so sehr für die Widdergeborenen, im Gegenteil. Ihr könnt wahrscheinlich so manche Situation mit Humor und guten Ideen für Aktivitäten entschärfen. Nur Scherze auf Kosten anderer sind keine gute Idee, denn viele sind jetzt sehr empfindlich und fühlen sich schnell angegriffen. Möglich auch, dass euch Leute euren Erfolg und euren guten Lauf nicht so recht gönnen, aber da müsst ihr dann eben drüber stehen. Am 20. August wechselt der Mars in die Zwillinge und dort bleibt er dann aufgrund seiner Rückläufigkeitsphase im Herbst gut 7 Monate. Dabei bildet er die ganze Zeit günstige und anregende Aspekte zu euch, vor allem jetzt im August und September. Dieser Transit dürfte euch sehr inspirieren und mental stärken. Ihr habt einen scharfen Geist und viele gute Ideen und könnt auch überzeugend argumentieren. Im August ist die Phase vom 13. bis zum 18. günstig für eure Finanzen. In der Zeit könnt ihr bekommen, was euch zusteht. Auch sowas wie zum Beispiel Sonderzulagen bei der Lohnabrechnung. Und jemand, der euch über den Tisch ziehen will, hat keine Chance. Gut möglich, dass ihr ab dem 23. August, wenn die Jungfrausaison beginnt, mehr und mehr im Berufsalltag gefordert seid. Sollte das der Fall sein, beachtet bitte, dass eure Arbeitskollegen möglicherweise recht empfindsam sind und ihr sie leicht mit zu forschem Auftreten verschrecken könnt. Vermeidet es, Druck auszuüben.
Im Idealfall verhaltet ihr euch so, dass sich andere von eurer Kraft mitgezogen fühlen. Auch der Neumond am 27. August in der Jungfrau lenkt eure Aufmerksamkeit auf Berufs- und Gesundheitsfragen. Diese Kräfte könnt ihr nutzen, um Inspirationen für euer weiteres Vorgehen zu erhalten und Pläne für euer berufliches Fortkommen zu machen. Gegebenenfalls ist das auch ein idealer Neumond, um eine schlechte Gewohnheit abzulegen und durch eine gesunde neue zu ersetzen. Das waren eure Tendenzen im August und die gibt es wie immer zum Nachlesen als PDF. Könnt ihr euch für kleines Geld auf meiner Homepage downloaden. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Aszendenten. Aktuell sorgen die Konstellationen im Stierzeichen für mächtig Wirbel. Das kann euch genial erfinderisch, aber auch unruhig und chaotisch machen. Gleich schauen wir uns das näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Ein großer Transit mit Powerplanet Mars steht an, der gut 7 Monate dauert. Da solltet ihr am besten wissen, wie der sich auf euer persönliches Horoskop und eure Planeten auswirkt. Und das alles erfahrt ihr in der neuen, erweiterten schriftlichen Mars-Analyse mit der Deutung aller wichtigen Mars-Aspekte für die nächsten 7 Monate, inklusive Infos zur 90-Sekunden-Regel. Die Mars-Analyse als PDF gibt es jetzt zum Sonderpreis und Näheres dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der Juli endet und der August beginnt mit überaus anregenden, um nicht zu sagen aufregenden Energien. Vielleicht seid ihr gerade dabei, euch neu zu erfinden, eine spannende Beziehung einzugehen oder ein interessantes Berufsprojekt zu starten oder wollt an einen Ort der Welt reisen, an dem ihr noch nie zuvor wart oder ihr zieht um. Das alles würde zu den Konstellationen passen. Möglich aber auch, dass ihr euch gerade in einer Trennungsphase befindet, verbunden mit einem intensiven Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung. Beruflich habt ihr ein Highlight bis zum 11. August. In diesen Tagen habt ihr nämlich nicht nur kühne und witzige Ideen, sondern auch den kosmischen Rückenwind, sie umzusetzen. Ein neuer Job, eine verrückte Fortbildung, eine gewagte Selbstständigkeit. Jetzt habt ihr den Mut, eure Fantasien Wirklichkeit werden zu lassen. Und wundert euch bei alledem nicht, wenn ihr nachts nicht schlafen könnt. Dann nicht ärgern, sondern lieber aufstehen und das, was euch im Kopf herumgeht, aufschreiben. Denn eure Ideen sind, wie gesagt, ziemlich brillant. Allerdings kann in dieser Zeit auch das Verletzungsrisiko erhöht sein, wenn ihr euch hektisch machen lasst oder vielleicht auch, ohne es selbst zu wollen, für Chaos sorgt. Deswegen lasst euch in der Phase zwischen dem 27. Juli und dem 5. August für alles etwas mehr Zeit, damit ihr nicht in Bedrängnis geratet und dadurch unachtsam werdet. Diese Konstellation betrifft besonders die Geburtstagskinder vom 1. bis 10. Mai, aber sie kann auch andere Positionen in eurem Horoskop erfassen. Deswegen seid hellwach, denn in den besonderen kosmischen Kräften zurzeit stecken auch viele Chancen. Und falls ihr doch hektisch oder wütend werdet, wendet die 90-Sekunden-Regel an. Die gibt es ja jetzt auch als Video. Rund um den Vollmond im Wassermann in der Nacht zum 12. August sind viele Nerven angespannt. Trotzdem habt ihr weiterhin gute Aspekte, die zu eurem Vorteil wirken. Falls ihr bis zu diesem Vollmond noch das Gefühl hattet, irgendwie festzustecken, dann kann der Knoten nun platzen und ihr wisst, was zu tun ist. Für die Liebe und euer soziales Leben sind die Tendenzen ebenfalls ziemlich spannend, vor allem in der ersten Monatshälfte. Die wilde Lilith zeigt Chancen an, eine heiße Affäre zu erleben oder zumindest anregende und inspirierende Leute zu treffen. Das Einzige, womit ihr euer Glück trüben könnt, wäre Besitzdenken und Eifersucht. Und umgekehrt akzeptiert ihr das auch nicht von eurem Partner. Wenn ihr frisch, verliebt oder glücklich liiert seid, könnt ihr tiefe Romantik erleben, vor allem die Geborenen der dritten Dekade. Auch das Verhältnis zu euren Geschwistern kann sich freundschaftlich und belebend gestalten. Vom 11. bis zum 23. August erhaltet ihr außerdem großzügige und optimistische Impulse von Seiten der Familie, beziehungsweise falls ihr Pläne für euer Heim habt, werden die sich gut entwickeln. Am 20. August beginnt der Mars seinen gut 7-monatigen Transit durch die Zwillinge und das ist bei euch der Finanzbereich des Horoskops. Ihr tut in den kommenden Monaten gut daran, eure Finanzen auf Vordermann zu bringen. Vor allem im verbleibenden August und September solltet ihr euch darum kümmern, dass keine ungeklärten Angelegenheiten liegen bleiben und dass ihr eure Zahlungen pünktlich leistet.
Umgekehrt könnt ihr aber nun auch Forderungen stellen und mit Nachdruck verlangen, dass man euch zahlt, was euch zusteht. Am 23. August frühmorgens geht die Sonne ins Zeichen Jungfrau und bildet dann für 4 Wochen belebende Aspekte für Körper, Geist und Seele. In diesem Bereich fällt auch der Neumond in der Jungfrau am 27. August. Die Konstellation fördert eure persönlichen Pläne. Ihr könnt euch zum Beispiel die Freiheit und Inspiration wünschen, die ihr braucht, um ein Herzensprojekt zu verwirklichen. Oder eine neue Sportart beginnen, die Spaß macht und auch noch die Gesundheit fördert. Und für Singles kann dieser Neumond eine romantische Begegnung bringen. Allerdings ist damit zu rechnen, dass ihr in den letzten 8 Tagen des Monats manchmal persönliche oder familiäre Wünsche zurückstellen müsst, weil ihr beruflich gefordert seid. Und die Sache duldet dann auch keinen Aufschub. Das waren eure Tendenzen im August und die könnt ihr wie immer auch nochmal nachlesen. Das PDF mit allen Texten zu diesem Video gibt es auf meiner Homepage für kleines Geld zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Freut euch auf einen abwechslungsreichen Monat mit schönen sozialen Aktivitäten. Ein bedeutender Einfluss für euch wird ab dem 20. August der große Transit von Powerplanet Mars durch euer Zeichen. Denn Mars verbindet sich dann für gut 7 Monate mit der Zwillinge-Sonne. Das gibt Kraft für große Leistungen und Anstrengungen. Es lohnt sich, wenn ihr euch näher darüber informiert, wie sich dieser wichtige Transit auf euer persönliches Geburtshoroskop und eure übrigen Planeten auswirkt. Und das alles erfahrt ihr in der neuen, erweiterten schriftlichen Mars-Analyse mit der Deutung aller wichtigen Mars-Aspekte für die nächsten 7 Monate, inklusive Infos zur 90-Sekunden-Regel. Die Mars-Analyse als PDF gibt es jetzt zum Sonderpreis und Näheres dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Im August stärkt euch die lebensspendende Sonne den Rücken und gleichzeitig sorgt Jupiter für Zuversicht und günstige Gelegenheiten. Nur gesundheitlich könntet ihr etwas angeschlagen sein, vor allem wenn ihr auch Zwillinge-Aszendenten seid und immer wieder Probleme mit dem Schlafen habt. Die elektrisierende Konstellation mit Mars und Uranus noch bis zum 5. August wirkt nämlich in eurem Unterbewusstsein, sodass ihr oft gar nicht festmachen könnt, was euch eigentlich um den Schlaf bringt. Das Beste ist dann immer aufzustehen, irgendwas Beruhigendes zu tun oder alle Gedanken aufzuschreiben. Auch durch Meditation könnt ihr an diese Themen gut herankommen. In den ersten 10 Tagen des Monats habt ihr einen schönen Finanzaspekt und zwar vor allem in Bezug auf euer berufliches Netzwerk oder vielleicht auch eine Veröffentlichung. Euer Team ist wohlwollend eingestellt, eine gemeinsame Finanzierung scheint gut zu laufen. Und falls ihr jetzt vielleicht selbst einen Ferienkurs gebt, einen Blog schreibt oder als Seminarleiter oder Leiterin tätig seid, dürftet ihr viel Erfolg und Freude dabei haben. Wenn ihr allerdings auf Reisen seid, solltet ihr aufpassen, dass man euch nicht betrügt oder womöglich sogar beklaut. Behaltet eure Besitztümer im Auge. Die Liebessterne unterstützen vertrauensvolle Beziehungen. Wenn ihr fest liiert seid, scheut euch nicht, euren Schatz bei beruflichen Fragen um Rat und Beistand zu bitten. Feste Partner haben vor allem in der ersten Monatshälfte einen super günstigen Einfluss, der euch hilft, bei beruflichen Entscheidungen klarer zu sehen. Euer Schatz würde euch gegebenenfalls auch den Rücken frei halten und mit dazu beitragen, dass irgendwelche Geheimnisse aufgeklärt werden. Der Vollmond im Wassermann in der Nacht zum 12. August steht günstig für euer soziales Leben, während für viele andere eine starke Spannung in der Luft liegt. Vielleicht könnt ihr dazu beitragen, die Gemüter zu beruhigen, denn ihr bringt Verständnis und Leichtigkeit in die Situation. Vom 13. bis zum 24. August habt ihr ein Highlight in der Liebe und in eurem Sozialleben, wunderbar auch zum Flirten. Leute lernt ihr kennen, indem ihr euer Wissen erweitert und euch mit anderen austauscht, vielleicht auch im Umgang mit einer neuen Sprache oder einem Sprachkurs. Die Liebe kann euch auch in eurer direkten Umgebung begegnen, deshalb haltet die Augen offen. Des Weiteren ist das eine gute Zeit, um Kontakte mit Nachbarn zu pflegen und sich wieder mal mit den Geschwistern zu verständigen. Das Datum des 20. August ist für euch besonders wichtig, denn dann betritt Energieplanet Mars euer Zeichen und bleibt für die nächsten gut 7 Monate in den Zwillingen, wo er im Herbst rückläufig wird.
Während dieser 7 Monate versorgt er euch mit Energie und Kampfgeist. Andererseits hat die Rückläufigkeit auch so ihre Tücken. Das könnt ihr im Jahrbuch schon mal ausführlich nachlesen. Hier in den Monatshoroskopen gehe ich dann ab Oktober darauf ein. Denkt jetzt schon mal daran, wie realistisch und profitabel eure Vorhaben sind, denn sie können im Herbst stagnieren. Es kann ratsam sein, ganz neue Projekte nochmal auf Eis zu legen, wenn es dabei noch viele Unwägbarkeiten gibt. Für alles, was bereits läuft, wo ihr schon gute Strukturen habt und erfolgreich seid, wird sich die Mars-Energie sicherlich als günstig erweisen. Und Mars verspricht eine energiereiche Zeit voller Ideen und beruflicher Initiative. Am 23. August frühmorgens geht die Sonne in die Jungfrau und aktiviert dann für 4 Wochen euren familiären Bereich. Und dort findet auch der Neumond am 27. August statt. Ende des Monats können sich Spannungen mit Autoritätspersonen aus der Familie ergeben oder auch mit einem Vermieter oder Hausbesitzer. Wenn ihr dann wütend werdet, kann euch die 90-Sekunden-Regel gute Dienste leisten. Den Neumond in der Jungfrau könnt ihr nutzen, um neue Pläne in der Familie oder bezüglich eurer Wohnsituation zu machen. Ab dem 26. könnt ihr sehr scharfzüngig verhandeln. Achtet aber auch darauf, dass euer Gegenüber das Gesicht wahren kann, sonst gibt es nachher doch noch Ärger. Mars macht euch mental stark, aber ihr müsst auch die Gefühle anderer berücksichtigen, wenn ihr zu konstruktiven Lösungen kommen wollt. Das waren eure Tendenzen im August und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Ihr findet die Texte zu diesem Video als PDF für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Geburtstagsmonat. Der August beginnt mit einem Liebeshighlight. Mehr dazu gleich. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Ein großer Transit mit Powerplanet Mars steht an, der gut 7 Monate dauert. Es lohnt sich, mehr darüber zu wissen, wie sich die Kräfte des Energieplaneten auf euer persönliches Horoskop und eure Planeten auswirken. Und das alles erfahrt ihr in der neuen, erweiterten schriftlichen Mars-Analyse mit der Deutung aller wichtigen Mars-Aspekte für die nächsten 7 Monate, inklusive Infos zur 90-Sekunden-Regel. Die Mars-Analyse als PDF gibt es jetzt zum Sonderpreis und Näheres dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Auch wenn es Ende Juli noch einige Anspannungen gibt, der August beginnt für euch mit einer schönen Sommerwoche. Ihr könnt mit lieben Menschen zärtliche Romantik erleben, zum Beispiel am Meer sein und gemeinsam die Sonnenuntergänge genießen. Aber auch abenteuerlustige Unternehmungen mit der Clique oder einer gemeinsamen Interessensgruppe stehen unter guten Sternen. Noch bis zum 11. August genießt ihr die Anwesenheit von Liebesgöttin Venus in eurem Zeichen, die euch charmant und verführerisch macht. Vom 7. bis 11. August kann allerdings ein Eifersuchtsproblem die Harmonie stören oder es gibt einen Konflikt, weil euer Partner sehr dominant auftritt und euch zu viel der Anpassung abverlangt. Das funktioniert jedoch mit Lilith in eurem Zeichen nicht, denn unter ihrem Einfluss seid ihr zurzeit nicht bereit, wegen der Liebe eure eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Im Gegenteil, ihr seid mit der Entdeckung eurer Selbstliebe beschäftigt und es ist erstmal wichtig für euch zu erkennen, was ihr wirklich braucht. Wenn ihr spürt, dass ihr selbst oder euer inneres Kind nun besonderer Zuwendung bedarf oder es Zeit wird, eine wildere Seite in euch selbst zuzulassen und auszuleben, dann solltet ihr das möglichst auch tun. Der Vollmond im Wassermann in der Nacht zum 12. August aktiviert bei euch Themen rund um eure festen und verbindlichen Beziehungen und euren gemeinsamen Besitz. Die Venus wechselt dann in den Löwen und aktiviert euren Wunsch, euch mal was Schönes zu gönnen und zu kaufen. Da kann es dann zu Spannungen kommen, wenn zum Beispiel euer Partner der Meinung ist, es ist nicht genug Geld da, aber ihr wünscht euch ein bisschen Luxus. Und ganz schwierig wird es, wenn sich Freunde einmischen. Seid in dieser Zeit sehr vorsichtig damit, wem ihr was anvertraut und schaut euch mal an, ob Freunde eure Beziehung auch wirklich respektieren. Euer fester Schatz sollte nicht das Gefühl haben, dass ihr ihm nicht vertraut. Sonst könnte es in der Zeit vom 24. bis 30. August zu einer ernsthaften Beziehungskrise kommen. Etwa ab Mitte August bildet sich ein wichtiger Aspekt zwischen Lilith und Chiron, den beiden Außenseitern des Horoskops.
Sie arbeiten zusammen, wenn es darum geht, mehr im Einklang mit den Zielen unserer Seele zu agieren. In eurem Fall kann jetzt Thema sein, dass ihr im Beruf und in der persönlichen Karriere keine Kompromisse mehr eingeht, sondern das tut, was euch wirklich wichtig ist. Und die Beteiligung von Chiron deutet an, dass dies auch über ein Krankheitsgeschehen erfolgen kann. Vielleicht werdet ihr selbst krank und habt dadurch eine Erkenntnis oder ihr müsst für einen erkrankten Chef einspringen und das lässt euch die Dinge im ganz neuen Licht sehen. Das ist eine wichtige Tendenz, die sich noch den September über hinzieht. Berufliche Sinnkrisen solltet ihr ernst nehmen und nicht verdrängen. Schließlich kann man auch krank werden, wenn man dauernd gegen sein inneres Gefühl anarbeitet. Am 20. August beginnt der 7-monatige Transit von Mars in den Zwillingen. Der Energieplanet zieht sich damit für euch ins versteckte 12. Haus zurück. Das kann bedeuten, dass ihr eine Zeit lang weniger Energie habt als sonst. Und das gilt jetzt besonders für die Krebs-Aszendenten. Andererseits kann der Mars nun für euch die Rolle eines inneren Schamanen einnehmen und euch mit ganz subtilen, geradezu geheimen Kräften versorgen. Die könnt ihr am besten anzapfen, indem ihr viel meditiert, schlaft und eure Träume beobachtet. Am 23. August geht die Sonne in die Jungfrau und aktiviert dann für 4 Wochen euren Wissensdurst und belebt eure Kommunikation. Dort findet auch der Neumond in der Jungfrau am 27. August statt. Den könnt ihr nutzen, um euch näher mit der Idee von Mars als innerem Schamanen zu beschäftigen. Auch für wichtige Entwicklungen mit euren Geschwistern könnt ihr um Energie und Erkenntnisse bitten. Der Neumond kann außerdem gut für euer Geschäft sein, vor allem wenn ihr viel mit Wissen, Sprache und Lernen zu tun habt oder auch im Verkauf oder mit Marketing beschäftigt seid. Das waren eure Tendenzen im August und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit allen Texten zu diesem Video gibt's auf meiner Homepage für kleines Geld zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im August Geburtstag habt. Gleich schauen wir in eure Sterne. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Ein großer Transit mit Powerplanet Mars steht an, der gut 7 Monate dauert. Es lohnt sich, mehr darüber zu erfahren, wie sich die Kräfte des Energieplaneten auf euer persönliches Geburtshoroskop auswirken werden. Und das alles erfahrt ihr in der neuen, erweiterten schriftlichen Mars-Analyse mit der Deutung aller wichtigen Mars-Aspekte für die nächsten 7 Monate, inklusive Infos zur 90-Sekunden-Regel. Die Mars-Analyse als PDF gibt es jetzt zum Sonderpreis und Näheres dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ihr startet mit viel Power in den Monat, denn der großzügige Jupiter bringt euch Schwung und kosmischen Rückenwind. Davon profitiert besonders die erste Dekade und wenn ihr rund um den Monatswechsel Juli-August Geburtstag habt, wirkt dieser tolle Aspekt in eurem gesamten neuen Lebensjahr. Glücklich sind alle Löwen dran, die jetzt Urlaub haben und ihrer Reiselust nachgehen können. Freizeit, Reisen in die Ferne, aber auch Fortbildungen, die euch schon immer interessiert haben, stehen unter guten Sternen. Was eure Gesundheit und Vitalität angeht, müsst ihr vor allem zu Beginn des Monats auf euch Acht geben. Noch bis zum 10. August haben wir kosmische Spannungen, die auf eine erhöhte Verletzungsgefahr hinweisen, vor allem für die Geburtstagskinder der 2. Dekade. Auch Berufs- oder Beziehungsstress kann euren Blutdruck steigen lassen. Lasst euch nicht unter Druck setzen und nehmt euch genug Zeit für eure Termine, denn Stress und Hektik machen unachtsam und das kann dann auch zu Verletzungen führen. Wenn ihr nicht im Urlaub seid, müsst ihr euch wahrscheinlich im Beruf gerade voll einbringen. Es sind zum Beispiel Zusammenstöße mit Konkurrenten oder Vorgesetzten möglich und da müsst ihr sehr darauf achten, dass ihr die Fassung bewahrt und eure Position klar und ruhig verteidigt. Für euch kann es sehr nützlich sein, die 90-Sekunden-Regel zu üben. Die gibt es jetzt auch als Video, damit ihr einen klaren Kopf bewahrt. Denn es können richtig große und wichtige Entscheidungen anstehen, die langfristige Konsequenzen haben. Möglich auch, dass man euch unerwartet im Urlaub kontaktiert, weil ihr dringend gebraucht werdet. Solche Einsätze solltet ihr euch dann aber auch ordentlich vergüten lassen. Und ab dem 11. August habt ihr eine sehr günstige Verhandlungsposition. Dann geht die Venus in euer Zeichen und ihr erhaltet die entsprechende Wertschätzung.
Vom 11. bis zum 23. August genießt ihr ein soziales Highlight. Ihr steht häufig im Mittelpunkt, eure Vitalität ist gestärkt und die Menschen suchen eure Nähe. Für Singles sind die Aspekte genial, um sich zu verlieben. Und wenn ihr bereits liiert seid, bietet sich dieser Zeitraum dafür an, durch gemeinsame Unternehmungen die Beziehung zu stärken. Wenn ihr im August Geburtstag feiern wollt, ist Samstag, der 20. August, das beste Datum für ein rauschendes Fest. In der Nacht zum 12. August haben wir Vollmond im Wassermann und die Konstellation aktiviert eure Beziehungsthemen. Das kann der Auftakt für ein inniges und verschmustes Wochenende werden, wobei ihr euch auch über ernste Themen vertraulich austauschen könnt. Wenn es jedoch in eurer Beziehung kriselt, lassen sich womöglich eure Probleme nun nicht mehr verdrängen und es kann zu so einem typischen Streit kommen, wo man sich alles an den Kopf wirft, was man seit Wochen und Monaten angestaut hat. Doch ihr habt Chancen, euch dann auch zu versöhnen und zu erkennen, dass es wirklich mal nötig war, bestimmte Dinge endlich anzusprechen. Kosmischer Tipp: Wenn ihr euren Schatz in beruflichen Fragen um Rat bittet, fühlt er sich nicht nur gewertschätzt, sondern kann auch tatsächlich wertvolle Unterstützung leisten. In der zweiten Monatshälfte habt ihr beruflich einen guten Lauf. Und am 20. August beginnt der gut siebenmonatige Transit von Powerplanet Mars durch die Zwillinge. Und er bildet währenddessen günstige Aspekte, die euer berufliches Netzwerk und die Teamarbeit fördern. Wichtige neue Projekte startet ihr am besten innerhalb der nächsten beiden Monate, denn Ende Oktober wird der Mars rückläufig und dann ist es nicht mehr so einfach. Am 23. August morgens um 5.16 Uhr verlässt die Sonne euer Zeichen und zieht weiter in die Jungfrau. Dort aktiviert sie für die kommenden 4 Wochen euer Geldhaus. Und dort findet auch der Neumond in der Jungfrau vom 27. August statt. Gut möglich, dass sich dann Chancen, aber auch Probleme in euren finanziellen Angelegenheiten zeigen. Und ihr könnt euch vornehmen, euch im kommenden Mondzyklus darum zu kümmern. In der letzten Augustwoche kann es zu Beziehungsfrust kommen und dabei könnte es ums Geld gehen. Ihr könnt den Neumond auch nutzen, um Beziehungsfragen zu klären. Möglicherweise müsst ihr schauen, wo ihr bereit seid, dem Partner zuliebe auf etwas zu verzichten. Das waren eure Tendenzen im August und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit den Texten zu diesem Video gibt's für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im August Geburtstag habt. Ein sehr wichtiger Einfluss für euch wird der große Transit von Powerplanet Mars, der am 20. August beginnt. Denn Mars bildet dann für gut 7 Monate kraftvolle, aber auch herausfordernde Aspekte zur Jungfrausonne. Es lohnt sich, wenn ihr euch näher darüber informiert, wie sich dieser Mars-Transit auf euer gesamtes persönliches Geburtshoroskop auswirkt und ob er zum Beispiel zu anderen Planeten auch günstige Aspekte bildet. Und das alles erfahrt ihr in der neuen, erweiterten schriftlichen Mars-Analyse mit der Deutung aller wichtigen Mars-Aspekte für die nächsten 7 Monate inklusive Infos zur 90-Sekunden-Regel. Die Mars-Analyse als PDF gibt es jetzt zum Sonderpreis und Näheres dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der August startet mit vielen inspirierenden Aspekten und ihr habt jede Menge gute Ideen. Noch bis zum 18. August sind die Einflüsse ideal, um zu schreiben, zu bloggen, auf euren Social Media aktiv zu sein, Kurse zu geben und eure Gedanken mit anderen zu teilen. Denn eure Geisteskräfte sind geschärft. Und ihr habt innovative Ideen. Vielleicht genießt ihr auch selbst gerade eine Fortbildung oder einen Ferienkurs, der euch zu neuen Plänen anregt und frische Perspektiven schenkt. Gleichzeitig solltet ihr euch genug Schlaf oder Pausen gönnen, um euren Geist zwischendurch auszuruhen. Vielleicht habt ihr auch lebhafte Träume, die euch zusätzlich inspirieren. Auch sozial habt ihr eine gute Phase vom 3. bis zum 11. August. In dieser Zeit solltet ihr eure Freundschaften pflegen und könnt interessante Kontakte für euer berufliches Netzwerk knüpfen. Möglich auch, dass ihr in einem Konflikt in eurem Freundeskreis zur Hilfe gerufen werdet und entweder tatkräftige Unterstützung leistet oder zur Klärung beitragt. In der Liebe habt ihr vor allem in der ersten Monatshälfte sehr romantische Aspekte, besonders die Geburtstagskinder der 3. Dekade.
Wenn ihr Single seid, könnt ihr euch wunderbar verlieben. Die Festliierten haben in der Zeit vom 10. bis 22. August eine besonders innige Phase, in der sie sich auch gerne zu zweit zurückziehen und genießen. Schön, wenn ihr in diesen Tagen einen romantischen Urlaub machen könnt. Der Vollmond im Wassermann in der Nacht zum 12. August erinnert euch allerdings daran, dass auch noch die Themen Arbeitsalltag und Gesundheit auf der Agenda stehen. Kann sein, dass ihr in der Vollmondzeit besonders müde oder gesundheitlich angeschlagen seid oder nachts lange wach liegt, um über spannende Projekte nachzugrübeln. Möglich auch, dass ihr eine Erkenntnis über ein anstehendes Gesundheitsthema erhaltet, was euch schon länger beschäftigt. Vielleicht neue Wege der Heilung zu gehen. In der Woche darauf kann eine Entwicklung am Arbeitsplatz euch beschäftigen. Vielleicht müsst ihr eine Urlaubsvertretung oder eine anstrengende Aufgabe übernehmen. Weil ihr aber gleichzeitig fantastische Ideen habt, gelingt euch wahrscheinlich, diese Anforderung spielend zu bewältigen. Ab dem 20. August weht ein neuer, schärferer Wind in eurem Leben, denn dann beginnt Mars seinen 7-monatigen Transit durch die Zwillinge. Dabei aktiviert er euer Karrierehaus und bildet gleichzeitig stressige Aspekte zur Jungfrau-Sonne. Das wird voraussichtlich eine erfolgreiche, aber anstrengende Phase. Wenn ihr wichtige berufliche Projekte vorhabt, schaut, dass ihr bis Oktober so viel wie möglich davon in trockenen Tüchern habt. Danach gestaltet es sich schwieriger, wenn der Mars im November und Dezember rückläufig ist. Schaut im Job oder im Geschäft genau hin, mit wem ihr euch auf was einlasst und lasst euch schriftlich geben, was genau von euch erwartet wird, damit ihr nicht unnötig Arbeit in Projekte investiert, die dann wieder gestoppt werden, oder in Geschäftspartner, die womöglich einen Rückzieher machen. Diese Phase will gut geplant sein. Näheres dazu findet ihr auch in meinem Jahrbuch. Am 23. August um 5.16 Uhr tritt die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Jungfrau ein und versorgt euch für 4 Wochen mit Vitalität und Lebensfreude. Sie rasselt dann aber gleich erstmal mit Mars zusammen und dann könnt ihr in den kommenden 10 Tagen schon einen Vorgeschmack auf die härtere Gangart mit dem Mars-Transit bekommen, zum Beispiel durch eine Auseinandersetzung mit einem Vorgesetzten oder Konkurrenten. Ihr könnt ja schon mal vorsorglich die 90-Sekunden-Regel üben, die Wunderformel für Gelassenheit und einen klaren Durchblick. Die gibt's jetzt auch als Video und Infos dazu findet ihr auch in der großen Mars-Analyse. Am 27. August ist dann der Neumond in der Jungfrau, für euch der wichtigste im ganzen Jahr. Seine Kräfte könnt ihr nutzen, um Pläne für die nächsten 12 Monate zu machen. Widmet euch dabei besonders euren beruflichen Projekten. Ihr könnt um die Weisheit und den Scharfblick bitten, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Denn ihr solltet wissen, wann es sich lohnt, sich einzusetzen oder auch durchzusetzen und wo ihr besser keine Energie hinein investiert. Das waren eure Tendenzen im August und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Die Texte zu diesem Video gibt es wie immer auf meiner Homepage für kleines Geld zum Download. Alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Falls der Juli etwas anstrengend war, sollte sich jetzt im August Entspannung breit machen. Ab dem 20. August könnt ihr euch auf anhaltende Unterstützung von Powerplanet Mars freuen, denn der beginnt dann seinen gut 7-monatigen Transit durch die Zwillinge, für euch im günstigen Aspekt. Es lohnt sich, mehr darüber zu wissen, wie sich die Kräfte des Energieplaneten in eurem persönlichen Geburtshoroskop entfalten werden. Das alles erfahrt ihr in der neuen, erweiterten schriftlichen Mars-Analyse mit der Deutung aller wichtigen Mars-Aspekte für die nächsten 7 Monate inklusive Infos zur 90-Sekunden-Regel. Die Mars-Analyse als PDF gibt es jetzt zum Sonderpreis und Näheres dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Noch bis in die ersten Augusttage habt ihr eine etwas angespannte Zeit in euren persönlichen Beziehungen. Besonders die festliierten Waagen sollten sich jetzt um ihre Partnerschaft kümmern und den Herzallerliebsten nicht mit Entscheidungen alleine lassen. Möglich ist auch eine finanzielle Herausforderung, die von außen auf euch zukommt. Jedoch habt ihr die Sonne im Löwen und auch Saturn im Wassermann auf eurer Seite. Das verleiht euch Vitalität und Durchhaltevermögen. Ideal ist es, wenn ihr im August Urlaub habt. Das gibt euch Zeit, um über eure berufliche Entwicklung nachzudenken.
Im Karrierehaus steht Lilith und das weckt in euch den Wunsch, euren Karriereweg selbstbestimmt und kreativ zu gestalten, was jedoch nicht immer einfach ist. Ihr müsst öfter auf die Bedürfnisse anderer Personen in eurem Umfeld Rücksicht nehmen und die können auch krankheitsbedingt sein. Wenn ihr euch übernehmt, riskiert ihr damit auch gesundheitliche Probleme für euch selbst. Besser ist es, wenn ihr Zeit habt, um über eure Inspirationen und euren weiteren Weg nachzudenken. Wenn ihr beruflich im Einsatz seid, unterstützt euch noch bis zum 11. August die Venus und sorgt für gutes Einvernehmen mit Vorgesetzten. Falls ihr in der Urlaubszeit Extraschichten einlegen müsst, dann könnt ihr gut verhandeln, um euch das anständig bezahlen zu lassen. Und wenn Kollegen manchmal eine etwas zu ruhige Kugel schieben, gelingt es euch, sie charmant, aber überzeugend an ihre Pflichten zu erinnern. Ansonsten versucht, Ruhe in euren Arbeitsalltag zu bringen und nehmt euch nicht zu viel auf einmal und nichts zu Kompliziertes vor. Der Vollmond im Wassermann in der Nacht zum 12. August läutet ein soziales Highlight für euch ein, denn zeitgleich wandert Venus in den Löwen und belebt eure Beziehungen und Freundschaften. Bis zum 5. September habt ihr dann eine reichhaltige und inspirierende Phase für eure Freundschaften, Gruppenaktivitäten oder gesellschaftliche Engagements. Gemeinsamer Urlaub mit der Clique würde euch auch Spaß machen. Trotz Urlaubszeit sind auch Begegnungen möglich, die euch geschäftlich weiterbringen. Vorsicht nur für die Festliierten in der letzten Augustwoche. Da gibt es Spannungen, wenn ihr euren Bekannten oder auch Herzensprojekten mehr Aufmerksamkeit widmet als eurem festen Schatz. Am 20. August beginnt der Mars seinen gut 7-monatigen Transit durch die Zwillinge. Und während dieser Zeit steht er vorteilhaft zur Waagesonne. Das heißt, insgesamt bekommt ihr bis März nächsten Jahres viel kosmischen Rückenwind. Besonders jetzt bis Ende August und auch im September fördert diese Energie neue Projekte und Perspektiven. Trotzdem solltet ihr bei Vorhaben, die viel Teamarbeit erfordern, darauf achten, dass ihr immer den Überblick behaltet. Der Mars wird im November und Dezember rückläufig sein und das kann Sand ins Getriebe bringen. Ihr selbst seid dann zwar weiterhin voller Energie und Tatendrang, aber andere könnten Rückzieher machen oder ihre Meinung ändern. Bei neuen Projekten empfiehlt es sich deswegen zu schauen, ob sie noch bis Ende Oktober abgeschlossen werden können. Ansonsten plant von vornherein etwas mehr Zeit ein und rechnet damit, dass es im Herbst zu Verzögerungen kommen kann. Da werde ich aber immer wieder drauf eingehen. Am 23. August geht die Sonne in die Jungfrau und aktiviert dann für 4 Wochen den spirituellen Bereich eures Horoskops und auch die Gesundheitsachse. Dort findet auch der Neumond in der Jungfrau am 27. August statt. Beides lenkt die Aufmerksamkeit auf euer körperliches und seelisches Wohlergehen. Und ihr könnt den Neumond nutzen, um über solche Fragen zu meditieren. Wie anfangs schon erwähnt, könnt ihr wohl im Hinblick auf eure Kreativität und eure Karriere nicht immer so, wie ihr wollt. Und das hat oft mit der Gesundheit zu tun, entweder eurer eigenen oder der nahestehender Menschen. Vielleicht bringt dieser Neumond hier ein bisschen Klarheit und ihr könnt auch in einem schönen Ritual um Hilfe und Unterstützung bitten. Das waren eure Tendenzen im August und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit allen Texten zu diesem Video findet ihr wie immer online auf meiner Homepage für kleines Geld zum Download. Alles Gute mit den Sternen! Hallo ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten! Euer Beziehungs- und Privatleben bleibt auch im August weiter spannend. Das schauen wir uns gleich genauer an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Ein wichtiger Transit mit Powerplanet Mars steht an, der gut 7 Monate dauert. Der Mars ist euer traditioneller Herrscher. Was er tut, ist für euch besonders wichtig. Es lohnt sich deshalb, mehr darüber zu erfahren, wie sich die Kräfte des Energieplaneten auf euer gesamtes persönliches Horoskop auswirken. Und das alles erfahrt ihr in der neuen, erweiterten schriftlichen Mars-Analyse mit der individuellen Deutung aller wichtigen Mars-Aspekte für die nächsten 7 Monate inklusive Infos zur 90-Sekunden-Regel. Die Mars-Analyse als PDF gibt es jetzt zum Sonderpreis und Näheres dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der August startet energiegeladen. Powerplanet Mars, Revoluzzer Uranus und Schicksalsanzeiger Mondknoten treffen sich in eurem Haus der Beziehungen und bringen plötzliche und unerwartete Begegnungen.
Einerseits steigert das die Flirtlaune. Venus sendet euch nämlich heiße und erotische Liebesgrüße. Vielleicht lernt ihr im Urlaub ein paar interessante Menschen kennen, die euer Herz höher schlagen lassen. Andererseits birgt diese Konstellation auch Konfliktpotenzial, wenn sie euch zum Flirten anstiftet und ihr seid aber bereits gebunden und euer Schatz bekommt etwas davon mit. Das kann sogar dazu führen, dass euch angedroht wird, den Urlaub abzubrechen. Geht daher möglichst rücksichtsvoll miteinander um und respektiert die Grenzen des Partners, sonst kann es zum Bruch kommen. Merkur unterstützt euch vom 4. bis 25. August. Das ist eine gute Zeit, um gemeinsame Interessen mit Freunden und Bekannten zu pflegen. Außerdem könnt ihr euch Rat und Hilfe bei Personen holen, denen ihr vertraut, wenn ihr beispielsweise mit euren Liebsten Stress habt. Das kann euch auch für die Tage um den 7. August nützlich sein, denn da liegen einige Anspannungen und Verführungen in der Luft. Wenn ihr euch zum Beispiel in eine andere Person verliebt habt, obwohl ihr gebunden seid und trotz Treueversprechen gegenüber eurem Schatz den Kontakt zu eurem Urlaubsflirt nicht einstellt, wird das wohl Konsequenzen für euer Privatleben haben. Umgekehrt gerät vielleicht auch euer Schatz auf Abwege, wenn er sich von euch nicht genug beachtet fühlt. Da ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. Am 11. August läuft die Venus in den Löwen und aktiviert euren Karrierebereich. Nun kann es sein, dass ihr dem häuslichen Druck entfliehen wollt, indem ihr euch ins Berufsleben stürzt. Verstärkt durch den Vollmond im Wassermann in der Nacht zum 12. August markiert diese Konstellation für die nächsten Wochen eine wichtige Sollbruchstelle in eurem Horoskop, und zwar zwischen Karriere und Privatleben. Es geht um die Frage, wir oder ich? Seid ihr familiär und kollektiv eingestellt oder verspürt ihr den Drang, eher eigene Wege zu gehen? Ich empfehle euch, diesen Vollmond zu nutzen, um darüber nachzudenken, wie ihr das künftig handhaben wollt. Ab der Mitte des Monats, am 16. August, spielt euch Merkur in die Karten und kann bei Entscheidungen rund um euer Beziehungsleben helfen. Der eine oder andere Tipp von Freunden erweist sich außerdem als sehr nützlich, oder gute Bekannte können jetzt auch als Vermittler auftreten und eine heikle Diskussion entschärfen. Ab dem 20. August betritt Energieplanet Mars für die nächsten gut 7 Monate die Zwillinge und damit den Bereich eurer Verbindlichkeiten und Verträge. Das wird eine wichtige Zeit für euch, bei der ihr euch Gedanken machen sollt, in was ihr beruflich und privat weiter investieren wollt. Bringt Vertragsangelegenheiten möglichst noch bis Oktober in Ordnung. Danach kann es zu Widrigkeiten kommen, weil der Mars rückläufig ist. Menschen können es sich dann nochmal anders überlegen oder Rückzieher machen und dagegen solltet ihr euch absichern. Jetzt im August kann es rund um den 21. zu Verwirrung im Freundeskreis kommen, zum Beispiel weil euch jemand nicht die ganze Wahrheit erzählt. Oder sucht ihr selbst Zuflucht zu einer Notlüge? Achtet darauf, dass eine solche Situation sich nicht längerfristig auswirkt. Ab dem 23. August kommt wieder mehr Klarheit in zwischenmenschliche Verbindungen, wenn die Sonne in die Jungfrau läuft. Sie aktiviert dann für 4 Wochen euer berufliches Netzwerk und eure Freundschaften und hilft euch, detailgenau Fakten und Gesagtes zu überprüfen. Rund um den Neumond am 27. August in der Jungfrau gibt es nochmal Spannungen, vermutlich weil berufliche Anforderungen euer Privatleben belasten. Dann ist auch die Gefahr gegeben, dass ihr wirklich mal die Geduld verliert und ausrastet. Möglich auch, dass ein Flirt im beruflichen Bereich zu Verwerfungen führt. In der Neumond-Meditation könnt ihr mehr Klarheit darüber erlangen, wie ihr Privates, Berufliches und eure Verpflichtungen besser in Einklang bringen könnt. Das waren eure Tendenzen im August und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit den Texten zum Monatshoroskop gibt's für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Freut euch auf prickelnde Momente in der Liebe und die Chance, interessante Abenteuer im Urlaub zu erleben. Ein sehr wichtiger Einfluss für euch wird der große Transit von Powerplanet Mars, der am 20. August beginnt. Denn Mars läuft dann für gut 7 Monate durch euer Partnerhaus und bildet kraftvolle, aber auch herausfordernde Aspekte zur Schützesonne. Es lohnt sich, mehr darüber zu wissen, wie sich der Mars-Transit auf euer persönliches Geburtshoroskop auswirkt und ob er zum Beispiel zu anderen Planeten auch günstige Aspekte bildet.
Das alles erfahrt ihr in der neuen erweiterten schriftlichen Mars-Analyse. Mit der Deutung aller wichtigen Mars-Aspekte für die nächsten 7 Monate inklusive Infos zur 90-Sekunden-Regel. Die Mars-Analyse als PDF gibt es jetzt zum Sonderpreis und Näheres dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Im August schenkt euch die Löwesonne Lebenskraft und Abenteuerlust. Ihr habt schöne Aspekte für eine kreative Freizeitgestaltung oder um euren Herzensprojekten nachzugehen. Jedoch scheint es zum Monatsbeginn in eurem Job ein paar brenzlige Situationen zu geben, bei denen ihr möglicherweise gefragt seid, vielleicht auch spontan, obwohl ihr eigentlich im Urlaub seid. Wenn euch euer Job wichtig ist, kann es sich lohnen, jetzt Einsatz zu zeigen. Ansonsten schaltet am besten das Handy aus und seid für Anrufe aus dem Büro nicht erreichbar. Wenn ihr selbstständig seid, kann euch eine Reise oder Fortbildung stark inspirieren und neue Impulse für euer Geschäft geben. Bei der Gesundheit könnte es in der ersten Augusthälfte kleinere Störungen geben, wie zum Beispiel Allergien. Aber weil eure Vitalität insgesamt top ist, steckt ihr das gut weg. Nur falls ihr euch eine kleine Verletzung zuzieht oder ein Kratzen im Hals spürt, solltet ihr euch direkt drum kümmern, sonst kann es zu unerwarteten Entzündungsreaktionen kommen. Der Vollmond im Wassermann in der Nacht zum 12. August steht für euch günstig und gibt euch die Gelegenheit, andere zu unterstützen, die euch lange dankbar dafür sein werden. Wenn ihr also um Rat gefragt oder um Hilfe gebeten werdet und euch dann bereitwillig kümmert, könnt ihr gute Karma-Punkte sammeln. Vom 12. August bis zum 4. September habt ihr ein soziales Highlight. Das ist eine herrliche Phase, ganz besonders, wenn ihr Urlaub habt und verreisen könnt. In dieser Zeit ist eure Abenteuerlust geweckt und ihr wollt etwas erleben, am liebsten mit euren Liebsten. Singles können der Liebe auf Reisen begegnen, ebenso auch, wenn sie beruflich unterwegs sind. Am 20. August beginnt der gut 7-monatige Transit von Mars durch die Zwillinge und das ist für euch besonders wichtig, denn es spielt sich in eurem Partnerzeichen bzw. Partnerhaus ab. Das kann Wortgefechte und Auseinandersetzungen in Begegnungen und Meetings mit sich bringen. Gleichzeitig zeigt Mars aber auch viel Engagement, Interesse und Menschen, die auf euch zukommen, weil sie etwas mit euch unternehmen wollen, also auch geschäftlich. Das gilt besonders für den Rest des Monats und auch im September. Wenn man euch für Projekte anfragt oder ihr einen heißen Flirt beginnt, müsst ihr gut darauf achten, mit wem ihr euch auf was einlasst und wohin die Reise gehen soll. Denn es besteht die Gefahr, dass im November und Dezember Leute Rückzieher machen und es sich anders überlegen, sowohl privat als auch geschäftlich. Seid vorsichtig und realistisch, damit ihr euch nicht für eine Sache einsetzt, die dann doch nicht durchgeführt wird oder euch gemeinsam mit Menschen engagiert, die es nicht ernst meinen. Damit würdet ihr viel Energie vergeuden. Am besten funktionieren Vorhaben, die sich bis Oktober abschließen lassen. Danach müsst ihr mit Verzögerungen rechnen. Die Sterne empfehlen euch außerdem, die 90-Sekunden-Regel zu üben, die Wunderformel für Gelassenheit und Klarheit. Die werdet ihr während dieses Mars-Transits bestimmt brauchen und die gibt es ja jetzt auch als Video. Am 23. August geht die Sonne in die Jungfrau und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer Karrierehaus. Da stehen wahrscheinlich wichtige berufliche Entscheidungen an und es geht wieder mehr Energie in den Job und in eure beruflichen Zukunftspläne. In diesem Bereich fällt auch der Neumond vom 27. August in der Jungfrau. Ihr könnt die Konstellationen sehr gut nutzen, um über eure Wünsche und Weiterentwicklungen in der Karriere nachzudenken. Gut möglich auch, dass rund um diesen Neumond schon die ersten Anfragen für ein neues Projekt hereinkommen. Und da könnt ihr dann gleich überlegen, will ich das überhaupt? Passt das zu meinen eigenen Plänen und zu dem Weg, den ich eingeschlagen habe? Und ihr solltet euch nicht zu etwas überreden lassen, das euch von eurem eigentlichen Weg abbringt. Auch ein spannender neuer Flirt kann sich in der letzten Augustwoche ergeben, der euch möglicherweise von eurem Arbeitspensum ablenkt. Da müsst ihr dann schauen, ob ihr euch das leisten könnt. Das waren eure Tendenzen im August und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit allen Texten zu diesem Video gibt es wie immer für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Alles Gute mit den Sternen! Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Für viele von euch war der Juli vermutlich turbulent,
Und auch im August gibt es spannende Konstellationen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Ein wichtiger Transit mit Powerplanet Mars steht an, der gut 7 Monate dauert. Es lohnt sich, mehr darüber zu erfahren, wie sich die Marskräfte in der Zeit auf euer persönliches Geburtshoroskop auswirken. Und das erfahrt ihr in der neuen, erweiterten schriftlichen Marsanalyse mit der Deutung aller wichtigen Marsaspekte für die kommenden 7 Monate inklusive Infos zur 90-Sekunden-Regel. Die Marsanalyse als PDF gibt es jetzt zum Sonderpreis und Näheres dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ihr startet mit kraftvollen und innovativen Aspekten in den August und nicht nur eure Tatkraft ist gestärkt, sondern auch eure Intuition dafür, was Kunden oder Klientinnen sich wünschen. Das gilt besonders, wenn ihr im Januar Geburtstag habt. Insgesamt dürft ihr euch beruflich auf einen guten Lauf freuen, der praktisch den ganzen Monat über anhält. Und auch wenn ihr in Urlaub seid, habt ihr wahrscheinlich Lust, nicht nur zu faulenzen, sondern auch etwas über euer Reiseziel zu erfahren oder euch in einem Ferienkurs fortzubilden oder Sport zu treiben. Bei manchen von euch ist allerdings die Gesundheit anfällig. Das habe ich selber gerade zu spüren bekommen. Das kann daran liegen, dass Chiron, der verwundete Heiler, längerfristig schwierig zur Steinbocksonne steht. Er befindet sich in eurem kosmischen 4. Haus der Familie und kann anzeigen, dass entweder ihr selbst gesundheitlich schwächelt oder ein Familienmitglied ist krank oder wird krank, was euren vollen Einsatz erfordert. Wie immer mit Chiron geht es darum, Demut und Hingabe zu lernen und einzusehen, dass wir alle nur Menschen sind. Und für den Steinbock kann die Lektion auch sein, endlich mal um Hilfe zu bitten und die eigenen Grenzen zu akzeptieren. Gleichzeitig steht jedoch Jupiter auch im Familienhaus. Das heißt, mögliche Krisen fördern auch den Familienzusammenhalt und das gegenseitige Verständnis. Vom 5. bis 11. August habt ihr intensive und romantische Tage, in denen es auch erotisch sehr knistert. Jetzt ist es wichtig, dass zwischen euch und der geliebten Person eine Basis von Vertrauen oder auch Freundschaft gegeben ist. Denn Liebeserlebnisse können unter die Haut gehen und langfristige Konsequenzen haben. Also lasst euch hineinfallen, wenn ihr der Person vertrauen könnt. Falls ihr jedoch am Horizont schon Schwierigkeiten heraufziehen seht, geht lieber ein bisschen auf Abstand. Vor allem, wenn ihr in den letzten Steinbocktagen Geburtstag habt, droht Liebeskummer, wenn ihr euer Herz nicht schützt. In der Nacht zum 12. August haben wir Vollmond im Wassermann und der beleuchtet eure Wertethemen und aktiviert Saturn. Gut möglich, dass ihr rund um diesen Vollmond besonders empfindlich seid, wenn ihr den Eindruck habt, nicht genug Wertschätzung zu erhalten. Diese Tage sind auch ungünstig für spontane Käufe oder um größere Summen zu bewegen. Es drohen womöglich Verluste. Das Wochenende direkt nach dem Vollmond hat dagegen kuschelige Sterne zu bieten und lädt sowohl zum Flirten ein, als auch zu inniger Zweisamkeit für die festliierten Steinböcke. Am 20. August beginnt der 7-monatige Transit von Mars durch die Zwillinge. Das bedeutet, er aktiviert bei euch den kosmischen Bereich des Arbeitsalltags und der Gesundheit. Das ist ein gemischter Segen. Einerseits bringt Mars viel Energie und eine starke, überzeugende Kommunikation in euren Arbeitsbereich. Andererseits kann der Transit auch zu Querelen mit Kollegen führen oder Baustellen für die Gesundheit bringen. Das gilt jetzt besonders für die Steinbock-Aszendenten. Mein Tipp wäre, dass ihr die Gelegenheit nutzt, um eine schlechte Angewohnheit loszuwerden. Denn mit Mars hat man dafür genug Willenskraft und kann auch gut einen energischen Schnitt machen. Weil das Zeichen Zwillinge die Atemwege regiert, wäre das zum Beispiel ideal, um mit dem Rauchen aufzuhören, falls noch nicht geschehen. Ebenfalls günstig, eine neue Sportroutine anfangen und mehr Bewegung in euer Leben integrieren. Und nicht traurig sein, wenn ihr euch im Herbst ausgebremst fühlt. Im November und Dezember ist der Mars rückläufig und dann stehen viele auf der Bremse. Am 23. August geht die Sonne in die Jungfrau und aktiviert dann für 4 Wochen euer Fernweh und euren Bildungshunger. Vielleicht lässt sich beides ja durch eine berufliche Fortbildung verbinden. Jedoch ist auch ein Konflikt denkbar, weil Kollegen gegen Ende August neidisch auf euren Erfolg oder Privilegien sind und Schwierigkeiten machen.
Am 27. August ist Neumond in der Jungfrau und der ist gut geeignet, um über Pläne, Ziele und neue Perspektiven nachzudenken. Der neue Mondzyklus eignet sich außerdem, um eine neue Fertigkeit zu erlernen oder euch weiterzubilden. Das waren eure Tendenzen im August und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit allen Texten zu diesem Video gibt's für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Die erste Augusthälfte müsst ihr gut auf eure Beziehungen aufpassen. Die könnten auf dem Prüfstand stehen. Danach wird es besser. Ab dem 20. August könnt ihr euch über anhaltende Unterstützung von Powerplanet Mars freuen, denn der beginnt dann seinen gut siebenmonatigen Transit durch die Zwillinge, für euch im günstigen Aspekt. Es lohnt sich, mehr darüber zu wissen, wie sich die Kräfte des Energieplaneten in eurem persönlichen Geburtshoroskop entfalten. Das alles erfahrt ihr in der neuen, erweiterten schriftlichen Mars-Analyse mit der Deutung aller wichtigen Mars-Aspekte für die kommenden sieben Monate, inklusive Infos zur 90-Sekunden-Regel. Die Mars-Analyse als PDF gibt es jetzt zum Sonderpreis und Näheres dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Im Bereich der Familie und Heimat ist ja bei euch schon seit längerem eine Menge los. Auch im August kann wieder alles Mögliche passieren. Von plötzlichen Planänderungen, Auszug, Umzug, Renovierung bis hin zu Nachwuchs, der sich überraschend einstellt. Eine kritische Phase habt ihr zwischen dem 6. und dem 13. August. Da herrschen starke kosmische Spannungen und der Familienfrieden kann gestört sein. Falls es in euren Beziehungen kriselt, könnten euch Partner oder Familienmitglieder ein Ultimatum stellen, aber damit würden sie riskieren, dass ihr es zum Bruch kommen lasst, weil ihr euch grundsätzlich nicht gern unter Druck setzen lasst. Möglich auch, dass ihr euch von Familie und Partnern zurückzieht und lieber den Zusammenhalt in der Clique sucht. Da findet ihr wahrscheinlich am ehesten Menschen, die euch verstehen. Die Frage ist nur, ob ihr so auch eure Konflikte lösen könnt. Zum Glück schenkt euch der großzügige Jupiter neue Perspektiven und Optimismus, besonders den Geborenen der ersten Dekade. Wenn es hart auf hart kommt, solltet ihr um Bedenkzeit bitten und keine spontanen Entscheidungen treffen, die ihr hinterher vielleicht doch bereuen würdet. In diese Zeit fällt auch der Vollmond in der Nacht zum 12. August im Wassermann. Der aktiviert eure Beziehungsachse und zugleich auch Saturn. Und rund um diesen Vollmond knistert die Luft. Gleichzeitig geht die Venus in euer Partnerhaus. Doch bevor sie ihre liebevolle Wirkung entfalten kann, kann es noch einige Diskussionen geben. Zum Beispiel um Verantwortung, Pflichten, wer was machen soll, wer wie viel bezahlt und was ihr einander wert seid. Ihr wisst, dass ihr eine Verantwortung habt, aber gleichzeitig verspürt ihr auch einen starken Freiheitsdrang. Wenn mehrere Anforderungen gleichzeitig auf euch einstürmen und eure Lieben etwas von euch wollen, könnt ihr schon mal die Nerven verlieren. Da kann euch die 90-Sekunden-Regel sehr helfen, die Wunderformel für Gelassenheit und Klarheit. Die gibt es jetzt auch als Video und Infos dazu findet ihr auch in der neuen Mars-Analyse. Ab dem 16. August macht sich Erleichterung breit. Glück und Wohlwollen kehren nun auch in euren Beziehungsbereich zurück und der Schlüssel dazu liegt in ehrlichen Aussprachen. Singles haben nun eine schöne Zeit und können faszinierende Menschen treffen, mit denen sie auf einer Wellenlänge liegen und die nicht nur erotisch ihr Herz höher schlagen lassen. Beruflich sind eure Tendenzen im August weitgehend positiv. Dafür sorgt Jupiter, der euch mit guten Ideen versorgt. Vor allem, wenn ihr mit Text und Sprache, Verkauf und Marketing zu tun habt oder berufliche Reisen macht, läuft es gut. Am Arbeitsplatz müsst ihr allerdings Rücksicht auf Kolleginnen nehmen, die haben teilweise ihren eigenen Kopf. Eventuell fällt auch jemand aus, sodass ihr mehr Aufgaben übernehmen müsst. Kräftezuwachs erfahrt ihr ab dem 20. August, denn dann beginnt Powerplanet Mars seinen gut siebenmonatigen Transit durch die Zwillinge. Für euch steht er während der gesamten Zeit sehr günstig und bringt neuen Schwung in Liebschaften, Freizeitaktivitäten und Hobbys. Auch Herzensprojekte werden dadurch befeuert und nicht zuletzt die Lust auf Erotik. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, werden euch für die nächsten sieben Monate tolle Kontakte vom Universum gesendet. Ein günstiger Mars ist auch beruflich von Vorteil, denn man setzt sich durch und kann gut die Initiative ergreifen. Am 23. August
wandert die Sonne in die Jungfrau und schenkt euch Ernsthaftigkeit und Zuverlässigkeit, wenn ihr jetzt neue Partnerschaften eingehen wollt. Dort findet auch am 27. August der Neumond in der Jungfrau statt. Dann lädt euch Liebesgöttin Venus nochmal ein, darüber nachzudenken, was euch lieb und teuer ist und was eure Werte in Verbindungen sind. Und Saturn bittet um eine Bestandsaufnahme und Prüfung. Ob ihr einer alten Liebe nochmal eine Chance gebt oder nun gänzlich neue Wege einschlagt, könnt ihr in einem Neumondritual manifestieren. Beide Optionen sind möglich. Das waren eure Tendenzen im August und die Texte zu diesem Video könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt es für kleines Geld auf meiner Homepage zum Download. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fischeaszendenten. Die überwiegend harmonischen Tendenzen aus dem Juli begleiten euch auch in den nächsten Wochen noch. Ab dem 20. August kommt dann ein neuer, wichtiger Einfluss auf euch zu, wenn der große Transit von Powerplanet Mars durch die Zwillinge beginnt. Denn Mars bildet dann für gut 7 Monate kraftvolle, aber auch herausfordernde Aspekte zur Fischesonne. Es lohnt sich, mehr darüber zu wissen, wie sich der Mars-Transit auf euer persönliches Geburtshoroskop auswirkt und ob er zum Beispiel zu anderen Planeten auch günstige Aspekte bildet. Das alles erfahrt ihr in der neuen, erweiterten schriftlichen Mars-Analyse mit der Deutung aller wichtigen Mars-Aspekte für die kommenden 7 Monate inklusive Infos zur 90-Sekunden-Regel. Die Mars-Analyse als PDF gibt es jetzt zum Sonderpreis und Näheres dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der August beginnt mit angenehmen und anregenden Aspekten. Vor allem, wenn ihr mit Worten und Sprache arbeitet, seid ihr unglaublich inspiriert und habt großartige Ideen. Ihr solltet allzeit mit Notizbuch oder Smartphone bereit sein, eure Einfälle festzuhalten. Bei beruflichen und finanziellen Verhandlungen seid ihr entschieden und überzeugt und teilweise so mutig, dass ihr euch selbst kaum wiedererkennt. Wenn ihr jetzt nicht im Urlaub seid, lohnt es sich vor allem in der ersten Augusthälfte richtig Gas zu geben, denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr genau das bekommt, was ihr wollt. Auch in der Liebe befindet ihr euch noch mindestens bis zum 11. August im Aufwind, vor allem wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt. Genießt ihr zärtliche und romantische Aspekte. Die Geborenen der zweiten Dekade sind den ganzen Monat über offen für eine heiße Affäre. Und alle Fischegeborenen profitieren im August von Merkur im Partnerhaus. Das heißt, ihr kommt schnell und leicht ins Gespräch und das hilft wiederum beim Flirten. Und euer Charme ist einfach umwerfend. Im Arbeitsalltag genießt ihr das angenehme Gefühl, gebraucht zu werden. Besonders wenn ihr in helfenden und heilenden Berufen tätig seid, erhaltet ihr von euren Klienten und Patienten Dankbarkeit und Wertschätzung für euren liebevollen Einsatz. In der Nacht zum 12. August haben wir Vollmond im Wassermann. Der aktiviert bei euch die Heilerachse und den spirituellen Bereich des Horoskops. In den Tagen rund um den Vollmond liegt viel Spannung in der Luft. Wundert euch nicht, wenn Menschen dann besonders viel Zuspruch und Verständnis brauchen. Möglich ist auch eine Zwistigkeit oder ein verborgener Konflikt bei euch im Freundeskreis und ihr könnt vielleicht Hilfe und Unterstützung anregen. Gegebenenfalls braucht ihr auch selbst ein bisschen Ruhe und Rückzug, zum Beispiel um ein Vollmondritual durchzuführen. Im Anschluss an diesen Vollmond ist Wochenende mit kuscheligen und liebevollen Sternen. Das solltet ihr zu zweit genießen oder, wenn ihr alleinstehend seid, nutzen, um euch ausgiebig was Gutes zu tun. Mit dem Vollmond geht die Venus in den Löwen und belebt euren Berufsalltag. Und dann folgen ein paar Tage vom 15. bis zum 20. August mit günstigen Finanzaspekten. Die sind gut zum Verhandeln oder um nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, aber auch um durch tolle Ideen neue Einnahmequellen zu erschließen. Wenn ihr selbstständig und kreativ seid, kann nun auch ein lukrativer Auftrag hereinkommen. Am 20. August beginnt dann Mars seinen gut 7-monatigen Transit durch die Zwillinge in Spannung zu eurem Sonnenzeichen. Das bringt einige Herausforderungen mit sich, die für Aufruhr und Störfaktoren in eurem häuslichen Leben und in der Familiensituation führen können. Vielleicht geht es um eine nötige Renovierung oder eine bereits durchgeführte Reparatur stellt sich als ungenügend heraus und das kann dann zu Streitigkeiten führen. Achtet darauf, nur mit ehrlichen und professionellen Handwerkern zusammenzuarbeiten.
Andererseits kann euch Mars auch die Energie für längst überfällige Entscheidungen und Entwicklungen bringen, wie zum Beispiel einen Umzug. Am besten gelingen solche Vorhaben bis Oktober. Danach kann es nervige Verzögerungen geben, wenn der Mars rückläufig wird, wodurch sich die Sache noch bis März 2023 hinziehen könnte. Um die Nerven zu behalten, kann euch die 90-Sekunden-Regel sehr helfen, die Wunderformel für Gelassenheit und Klarheit. Die gibt es ja jetzt als Video und Infos dazu findet ihr auch in der neuen persönlichen Mars-Analyse als PDF. Am 23. August geht die Sonne in die Jungfrau und aktiviert dann für 4 Wochen eure Beziehungen und Begegnungen. In euer Partnerhaus fällt auch der Neumond in der Jungfrau am 27. August. Die Konstellation ist ideal, um die Energie der Erneuerung in eure Liebesangelegenheiten zu lenken. Was wünscht ihr euch von einer Beziehung? Und wenn ihr Single seid, wie soll euer Wunschpartner aussehen? Jetzt könnt ihr ein realistisches Bild eurer Wünsche gestalten und ans Universum absenden. Das waren eure Tendenzen im August und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit allen Texten zu diesem Video gibt es auf meiner Homepage für kleines Geld zum Download. Alles Gute mit den Sternen! Willkommen zum Serviceteil mit meinen Terminen, Tipps und mit der Verlosung. Ihr wisst ja, dass ein Sternzeichenhoroskop euch nicht alle wichtigen Infos offenbaren kann. Deshalb könnt ihr auch eine persönliche Beratung buchen oder ein schriftliches Horoskop bestellen und darin erfahrt ihr dann, welche kosmischen Einflüsse auf euer gesamtes individuelles Geburtshoroskop wirken. Kennt ihr schon meine tägliche Inspiration auf Instagram? Da gibt es jeden Tag tolle Bilder und Posts zu den Aspekten der Mondin und der übrigen Planeten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch dort unter Antonias Sterne folgen würdet. Der geplante Livestream vom 27. Juli muss leider ausfallen, da kam mir jetzt Corona in die Quere. Es wird aber auf jeden Fall im August noch einen Livestream zum Mars-Transit und zum Neumond geben, weil beides super wichtige Themen sind. Denkt dran, wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald ich einen Livestream einstelle. In meinen Livestreams gibt es ja immer ein Gewinnspiel und dafür könnt ihr euch schon mal vorsorglich anmelden, dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes im Podcast. Und wir kommen zur monatlichen Verlosung. Damit ihr wisst, wie euer persönlicher Mars zu eurer Geburt im Horoskop stand, verlose ich diesmal mein beliebtestes Produkt, das individuelle schriftliche Geburtshoroskop, als PDF. Und so nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Abonniert bitte meinen Kanal, falls noch nicht geschehen, und postet mir hier euren Kommentar, wie euch mein Sternzeichenhoroskop im Alltag hilft und was ihr so erlebt. Und vergesst nicht, euer Sternzeichen und Aszendenten anzugeben. Wer gewonnen hat, das gebe ich im Video für den September bekannt. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Schaut euch doch passend zum neuen Mars-Transit auch das Video zur 90-Sekunden-Regel an. Und im Livestream zum Transformationsvollmond habe ich auch den aktuellen Neumond im Löwen gedeutet. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.